Aber jetzt können wir. Warte. Das war mit R. Okay, jetzt können wir aber immer noch nicht. Oder? Moment. Ach, die Tür ist jetzt frei. Okay. Oh. Wir haben dich erwartet. Oh Gott. Was habt ihr getan? Das letzte Kapitel ist nun zu Ende. Beziehungsweise das letzte Kapitel hat nun begonnen. In dieser Nacht werden wir triumphieren über Gott. Du hast sie getötet. Und viele andere. Wir sind dazu auserkoren, so viel mehr zu sein. Zur Hölle sei ruhig, du Psycho. Ich bin nach hier gekommen, um das zu beenden. Ich dachte, dass du erst diesen Weg fühlen musst. Hä? Na, will noch einer was haben? Komm her. Schlag dich zu Brei. Oh. Oh, was war das? Hallo? Todd. Hab keine Angst. Wir werden dich hier raus befreien. Sel, bist du das? Knecht Ruprecht? Oder soll das jetzt Todd sein? Ich hätte nie gedacht, dass ich dich jemals wiedersehen würde. Was ist passiert? Ach, Geist von Larry. Ach so. Als das Baumhaus gebrannt hat, war ich, keine Ahnung wo, verloren. Ich habe so viel Zeit daran aufgewendet, Jude. Sehr, sehr viel. Ich kann dir sagen, I like the beard. So. Ich mag the beard. Keine Ahnung. Hey, but yeah. Hey, aber ja. Da war dieser Baum. Ja. Irgendwas mit einem Baum auf jeden Fall. Er wurde Mutterbaum genannt. Ich weiß immer noch nicht genau wie, aber er hat mir geholfen, meinen Weg zurückzufinden. Ich denke, ich habe das schon mal vorher gesehen oder gefühlt. Du bist mit ihm verbunden, wir alle sind das. Larry, wegen Lisa, ich... Achso, wegen seiner Mutter. Dude, du brauchst nichts mehr zu sagen, ich weiß. Aber ich... Es ist okay, wirklich. Alle ihre Seelen hätten... Also wären zerstört gewesen. Ich bin froh, dass deine Seele nicht da drin gefangen worden ist. Also The Void ist wohl dieses schwarze Zeugs da. Noch nicht... Allerdings war hatte Todd recht mit dem Loch. Nee, about the hole. Mit dem ganzen zweiten Todesding. Zweiten Todesding? Seelen verlieren sich in dem Void und ja, verschwanden. Es klingt sehr brutal, aber ich habe noch nicht viel darüber gelernt. Weißt du, ob wir Todd retten können? Wie wir Todd retten können? Ich denke, wir können ihn rausholen. Ich bin überrascht, dass er so lange überlebt hat. Er hatte immer schon einen starken Willen. Oh, ich habe etwas für dich. Ich habe das in dem Void gefunden. Ach du Scheiße. Überlass Todd mir. Du brauchst.
Du musst die Schatten zurückhalten. Die beginnen damit, in unsere Welt einzudringen. Okay, sei vorsichtig. Du auch. Sie sind hier. Hä? Ach, ich muss laufen, oder wie? Ach so. Was denn? Halte den Kult auf. Ja, toll. Wie denn? Drück die ganze Zeit R. Hallo. Hä? Was soll ich denn machen? Leute! Okay, also ich soll anscheinend warten, bis der runterkommt. Und den dann hitten, ja? Okay. Ich werde dich das nicht tun lassen. Dein Betrug ist nicht überraschend. Du warst schon immer, du hast mich schon immer enttäuscht. Du weißt, dass du das nicht stoppen kannst. Oh mein Gott, was ist los? Hilfe! Travis! Ashley, geh raus hier. Jetzt. Es kann nicht so enden. Also wir müssen. Detonate the C4. Doch mal ja. Aber es tut sich nichts, so oh scheiße. Ja, das hat sie jetzt auch gesagt. Ich hab dich, Todd. Hold on, Buddy. Warte einen Moment. Ach du Scheiße. Okay, zumindest hat es seine Gitarre, ne? Wie war das? Oh mein Gott, das ist schon so lange. Nein, 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 nein. Oh. Ich stehe ein bisschen blöd irgendwie. Oh mein Gott! Oh, willst du mich verarschen? Eben hat es doch auch geklappt. Wir sind unsterblich. Oh, willst du mich verarschen? Nein. Wow, okay. Muss das sein? Ach, ich kann auch nach oben gehen. Okay. Hä? Wie Game Over? Ich hab's doch gerade geschafft. Ich hab den einen besiegt. Hä? Komm, komm.
Au, das tut dir in den Augen weh. Man hätte das Ganze vielleicht Albtraum nennen sollen. Der Herr von allen, keine Ahnung, seine Kraft ist in all unseren Veins. Ich glaub dir nicht. Eine gebrochene Seele. Was ist denn wo das? Ich weiß nicht, irgendwas mit einer gebrochenen Seele. Ja, wir sind unsterblich und wir haben Gott in uns drin. Das klingt irgendwie pervers. Du wirst ebenso eins mit uns werden am Ende. Wir sind the final chapter quasi. Das letzte Kapitel von aller Menschlichkeit. Ich werde nie einer von euch werden. Aufhalten. What the fuck, ehrlich? Todd? Hey, bist du okay? Larry? Es tut gut, dich zu sehen, Ash. Ich mag deinen neuen Style. Wann bist du so alt geworden? Das ist eine lange Geschichte. Wann bist du so am Glühen? Seit wann hast du begonnen, so zu glühen? Lange Geschichte. Es ist vorbei. Wir haben es getan. Warum fühlt es sich so schlecht an? Ist es sicher, dass es vorüber ist? Es sieht so aus. Aber ich... Todd, du bist am Leben. Was? Wer? Also wo? Was passiert? Ich denke, wir haben sie gestoppt. Ich bin so froh, dass du okay bist, Jude. Es tut gut, dich zurückzuhaben, Todd. Wir werden dir die Details später erklären.
nachdem wir dich wieder hochgepäppelt haben. Es gibt eine Menge zu bereden. Ich möchte euch allen nur sagen, wie viel ihr mir bedeutet. Ich liebe euch, Jungs, so sehr. Ich war glücklich, dass ich euch gekannt habe. Ich bin so froh, euch alle wiedergesehen zu haben. Wir lieben dich auch, Larry. Bist du alright, wollte ich gerade sagen. Bist du okay? Es tut mir leid, ich habe nicht viel Zeit. Larry. Ich denke nicht, dass ich Angst habe. Ich habe nur gehofft, dass ich mehr Zeit hätte. Was? Nein. Wo ist er? Wir können ihn nicht schon wieder verlieren. Wir müssen ihn zurückholen. Was? Nee, war das Larry? Ja. Vielleicht sehen wir ihn eines Tages wieder, auf der anderen Seite von Oblivion. Falls es so einen Platz gibt. Das war's schon. Ja, übersetzt von, also das mit Übersetzung. ja, man hat gemerkt, dass es ein Russe war, der übersetzt hat. Ach so, nee, German. Also die Leute, die jetzt da stehen, tut mir leid, Leute, macht bitte erstmal euren Grundschulabschluss. Dann können wir nochmal darüber reden, dass ihr Sachen übersetzen sollt, weil da waren so viele Rechtschreibfehler drin. Es waren wirklich immens viele Rechtschreibfehler drin in diesem Spiel. Und das letzte Kapitel, so wie ich es jetzt verstanden habe, ist gar nicht übersetzt worden. Also, sorry, das geht absolut gar nicht. Ich meine, für mich ist es jetzt okay gewesen, weil ich das meiste ja verstanden habe, bis auf einige Wörter so zwischendurch. Aber ich will nicht wissen, was mit... Naja, gut, Kinder sollten dieses Spiel jetzt nicht unbedingt spielen, muss man auch dazu sagen. Dafür ist es zu brutal. Aber was mit denjenigen ist, die halt nicht so gutes Englisch können, die... ja, verstehen von der letzten Episode quasi gar nichts mehr. Also die können nur noch die Bilder sehen. Und das ist ja dann auch nicht der Sinn dieses Spiels. Ja, aber damit ist das Spiel dann zu Ende. Deswegen werde ich mich jetzt schon mal von euch verabschieden. Und ja, es war irgendwie ein seltsames Ende. Man hat ein gutes Gefühl, weil man wohl alles geschafft hat. Ich habe echt Panik gehabt am Ende, dass ich jetzt dauernd sterbe oder irgendwas falsch mache oder was weiß ich was. Aber es ging zum Glück nochmal alles gut. Und das mit dem Sterben war jetzt auch nicht so dramatisch in diesem Spiel, weil man immer direkt an diesem Punkt wieder weitermachen konnte. Und das fand ich sehr, sehr gut. Was ich nicht so gut fand, dass man sterben konnte. Aber das hat wohl das Spiel irgendwo in sich gehabt. Ich meine, immerhin ging es ja mehr oder weniger die ganze Zeit nur um den Tod. Und ja, also es ist schon eine sehr... extreme Geschichte, aber auch irgendwo eine sehr spannende Geschichte gewesen. Auch wenn ich zugeben muss, es war auch irgendwo eine sehr skurrile und total verworrene Geschichte. Aber es hat mir trotzdem Spaß gemacht, das Spiel zu spielen. Und ja, es war auf jeden Fall mal was anderes. Ich sag mal einfach vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns dann in einem nächsten Let's Play wieder. Bis dann. Ciao.